Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen in Kapitel 5, Genetik, 5.2, Zwillings- und Adoptionsstudien, 9. Absatz. Im Idealfall errechnen sich genetische Effekte als Korrelation zwischen eineiigen, getrennt voneinander aufwachsenden Zwillingen. Gemeinsame Umwelt als Korrelation zwischen sozialen, nicht-biologischen Adoptivgeschwistern und getrennte Umwelt als die Differenz zwischen 1 und der Korrelation eineiiger Zwillinge. Da steht nur noch Scheiße gerade. Unter gemeinsam aufwachsenden Zwillingen, wobei sämtliche Korrelationen, wenn möglich, Messfehler bereinigt sind. Da steht komplette Scheiße in dem Buche. Und im Kapitel 5 Genetik ist das durchgehend der Fall. Ja, es geht dann weiter mit 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Tschüss.